Na, Willem? Dag. Dag, Freddy. Hätte auch keiner gedacht, dass das so rasch geht mit Lieschen, ne? Ist noch auch vorbei. Ich hab deinen schwarzen Rock genommen, meiner war zu schäbig. Na klar. Zieh ihn gleich aus. Willst du einen Kaffee? Nee, danke. Na, Friedrich, da sind denn nur die großen Adlerknüppel, die Silberkokarden. Das ist zu schlagen. Ist ja auch nicht so wichtig. Wichtig ist ja nicht, dafür ist die Welt zu groß. Aber du warst doch an der Reihe. War doch dein Recht. Recht ist, was Gesetz ist, Willem. Erzähl doch nicht danach, was ich möchte, sondern das ist für alle da. Amen. Was ist? Das hast du vergessen, sondern setz sie, die hört immer mit Amen auf. Die ziehen wir nur um und dann je. Wohin denn? Willem, willst du dich etwa fort? Ich will es nicht gefragt. Ich muss fort. Ja, Herr Jus, Willem. Hast denn keine Eingabe gemacht? Zwei. Für die erste hatten sie keine Zeit, für die zweite kein Interesse. Ja, wo willst du noch hin? Ja, nirgends. Willem, du willst doch keine Dummheiten machen. Nee, Dummheiten? Nee, ausgeschlossen. Ich wäre nur langsam helle. Du lach doch nicht immer, das ist doch ernst. Nee, ich finde das lustig. Die haben sie nicht befördert und mir befördern sie. Sei doch stille. Das ist halt ein Unglück, was dir passiert. Was ist das? Ein Unglück? Nee, das ist ein ganz sauberes, glattes, ausgewachsenes Unrecht ist das. Und das muss man nur wissen. Und ich weiß nur. Willem, das musst du tragen wie ein Mann. Wohin soll ich denn tragen? Ohne Pass und ohne Aufenthalt. Muss doch einen Platz geben, wo der Mensch leben kann. Mensch bist du doch nur, wenn du dich in eine menschliche Ordnung stellst. Leben tut auch eine Wanze. Sehr richtig, die lebt. Und weißt du, warum die lebt? Erst kommt der Wanze, Friedrich, und dann die Wanzenordnung. Erst der Mensch, Friedrich, und dann die Menschenordnung. Willem, du fährst auf einem ganz falschen Gleis. Bei uns in Deutschland gibt es ja kein Unrecht. Bei uns geht Recht und Ordnung über alles. So, und meine Ausweisung, ist das Recht und Ordnung? Und deine Beförderung, ist das Recht und Ordnung? Wenn, dann muss die Ordnung richtig sein. Und das ist sie nicht. Willem, ich sage dir, vor der Geld, dass er meine Löhnung sparen. Wird vielleicht eine Kanone gebaut. Ja, und dann geht's los. Und dann driftet wieder dich. Bum, bum, da liegst du. Jawohl, da lieg ich, wenn's mal losgeht. Und dann weiß ich aber auch wofür. Vor's Vaterland und vor der Heimat. Mensch, ich hänge an meiner Heimat, genau wie du. Genau wie jeder. Aber erst sollen wir mal drin leben lassen in der Heimat. Dann kann ich auch sterben für, wenn's sein muss. Wo ist denn die Heimat? Im Polizeirevier? Oder hier im Papier? Ich sehe gar keine Heimat mehr. Lauter Bezirke. Ich will das nicht hören, Willem. Und ich darf es nicht hören. Ich bin Soldat und ich bin Beamter. Aber du streitest doch nicht. Hast du denn ja keine innere Stimme, die dir sagt? Vorhin auf dem Friedhof, da habe ich sie gehört, die innere Stimme. Da hat sie gesprochen. Da hat sie zu mir gesagt, Mensch, hat sie gesagt, einmal kneift jeder den Arsch zu. Du auch, hat sie gesagt. Und dann stehst du vor J, dem Vater, der alles geweckt hat. Vor dem stehst du denn? Und er fragte ins Gesicht, Schuster Willem Vogt, was hast du gemacht mit deinem Leben? Und dann muss ich sagen, Fußmatte. Fußmatte muss ich sagen, die habe ich geflochten im Gefängnis. Und da sind sie alle drauf rumgetrampelt. Und Gott, der Vater sagt zu mir, geh weg, sagt er. Ausweisung, sagt er, deswegen habe ich dir das Leben nicht geschenkt. Jetzt bist du mal schuldig, sagt er, wo ist es? Was hast du mit gemacht? Denn Friedrich. Wenn ihr das wieder nicht mit der Aufenthaltserlaubnis. Du brauchst dann die Weltordnung. Willem, das ist Versündigung. Nee, nee. So knickrig will ich mal nicht vor meinem Schöpfer stehen. Ich kann noch was machen mit meinem Leben. Ist gut, Willem. Ah, mein Gott.